Vollgas heißt es hier. Es geht weiter im Irak mit dem Exotype-Soldat. Kingpin, Sentinel 2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor 0 mit Winkel 5. Roger, bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug. Kingpin, Ende. Sentinel-Team, sammelt euch. Greift alles an, was kein Sentinel-Zeichen hat. Was? Sie können Y-Achse im Optionsmenü umkehren. Ach, das wollen drei wir nicht, Feinde oder? 12 Uhr tief. Dann hauen wir uns mal die Köpfe. Wartet mal. Okay, es ist ziemlich ungewohnt jetzt. Ich guck mal ganz kurz. Optionen. Y-Achse umkehren. Aktiviert. Ich guck mal. Ja, so ist es. So ist es, denke ich, besser. So kenne ich die Flugspiele. Yes! Hammer! Und jetzt kommt hier noch so eine Flugeinlage bei Call of Duty rein. Was? Bremsen? Flugzeuge beim Bergkampf auf 2 Uhr. Geil. Ich finde es richtig geil. Die Ideen. Klar, es ist sehr simpel hier auch wieder. Eigentlich mache ich nicht viel. Aber, oh, wir können auch einen Boost geben. Yes! Jetzt kommen wir. Phalanx-Drohnen voraus. Für den Arsch, Mann. Was, nicht über 2000? Warum? Ich nehme die linke. Achtung, 6 Uhr, Mitchell. Steinschlag voraus. Okay. Da pass mal durch. Was sammeln die denn alle? Oh, 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 das war eng. So. Geh mal noch einen mit. Komm her. Das ist anscheinend der hydroelektrische Damm. Da feuern wir erstmal drauf. Das war der hydroelektrische Damm und er scheint erstmal in die Luft zu gehen. Warum? Weil es Call of Duty ist. Oh, shit. Shit. Das war... Bin ich etwas zu tief geflogen? Ja, ja, ich fliege einfach davon. Irgendwie konnte ich bremsen, ich weiß nicht mehr wie. Noch mit Kreis... Alter, boah, das war knapp. Meine Fresse, das war echt knapp. 12 Uhr. Feindflugzeuge auf Konfrontationskurs. Ach, Alter, ich drücke hier einfach schießen und alle Raketen fliegen automatisch ins Ziel. Ziel erledigt. So, Kollege, jetzt gibt's auf den Sack. Bams. What? Alter, das war richtig knapp. An die hydroelektrische Damm, da sind wir wieder. Oh. Was ist das? Kommando. Sentinel 01 im Endanflug auf Neubagdad. Oh Gott, ey, was für ein Actionfeuerwerk hier nochmal. Beginnt in 1,5 Kilometern. Starte Abwurfsequenz. Autopilot gestartet. So, genau, wir nehmen uns erstmal selbst die Sicht, das ist immer sinnvoll. Bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarnmodus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Sehr gut, dann wollen wir nochmal gucken, was dieser Tarnmodus bringt. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus A1 das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Wir bereiten uns vor. Wir sind bereit. Lasst uns die Landung mal angehen. Ja, und hier war das Videofilmchen etwas kürzer als die Ladezeit. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Kein Problem, denn ich vermute mal, es nähert sich langsam aber sicher dem Finale. Und der gute Kevin, da gibt's nur eins. Der braucht aufs Fressbrett. Und das kriegt er auch. Hoffe ich. Das wird eine harte Landung. Okay. Junge, Junge, das Ding hat Technik ohne Ende. Nur an die Landevorrichtung hat keiner gedacht. So, wir sind wieder unterwegs mit Gillette. Und wir haben auch eine neue Waffe. Und es ist eine Invasion, die wir hier starten. Aber Atlas-Truppen haben den gesamten Sektor abgeregelt. Und wir haben erstmal Muni. Nehmen wir natürlich alles mit. Was haben wir überhaupt noch für eine Zweitwaffe? Ach, diese blöde Laserkanone. Die gefällt mir ja nicht so gut. Scheißegal. Wir haben sie. Wir nehmen sie. Olympus
Artemis 2-1. Warte mal, ist hier noch irgendwo ein Laptop? Haben sich aber schön eingerichtet hier, die Leute. Schon Laptops aufgebaut und alles. Wir können auch hier drüben lang gehen, okay. Es muss nochmal laden. Wir bereiten uns kurzzeitig vor auf die Invasion. Da hoch muss man. Alter, das ist ja richtig weitläufig hier. Das ist ja mal geil. Wir unterstützen die 95. beim Durchbruch durch die feindlichen Linien. Hi. Warum sie sowas nicht schon mal früher gemacht haben, das ist ja richtig gut hier. So, dann wollen wir doch mal darüber gehen. Du stehst im Weg. Warte mal, du hast Granaten. Die nehme ich natürlich gerne. So, lass mich mal rüber. Zack. Tschüssi. Mann, das war ja geil. Ach, komm schon. Kann ich hier irgendwie hoch? Yes. Nee, warte mal, da wollen wir hoch. Das macht's nicht. Jetzt. Ja, und hab alle. So. Jawohl, Nummer 1. Klopfen wir mal an. Hi, Leute. Jetzt ist Schluss. Oh, neben uns ist eine Granate. Fuck. Komm jetzt, beweg dich. So, zweite Geschütz, wir kommen. Zack, wir sind da. So, hallo. So, tschüssi. Ja, ich auch. Nicht nur das Geschütz. Auch mich hat's zerledert. Auf unerklärliche Art und Weise. Aber geil, 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 geil. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja mal geil. Das ist so geil wie das eben. So. Das ist immer wieder hier oben. Kann ich denn auch hier rein? Tatsächlich, kann ja auch hier rein. Dann räumen wir doch mit dem Ding mal auf. Schweinebacken. Yes. So. So geht's natürlich einfacher. Neue Formation? Was? Das Taxi da unten oder was? Irgendwer beschießt uns. Nur was? Du, was willst du jetzt hier? Ja, also ganz ehrlich, das ist ja wohl lachhaft. Ich will das Ding noch hochjagen. Zack. So. Verstanden, Poseidon. Das Ziel befindet sich westlich des Al-Sadi Financial Gebäudes. Ist vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir das Geschütz da oben noch haben, falls hier noch irgendwas passiert. Genau sowas. Jetzt haben wir nämlich noch das Geschütz. Haha. Damit könnt ihr mich mal schön am Arsch lecken. Ja, schwere Mechs auf den Sack jetzt. Schwere Mechs. Los jetzt, rein da. So. Wir sind der Mech. Wir treffen es auf jeden Fall, was auch immer das da hinten ist. Aber es... Oh. Was ist das? Ach, die Jungs hier. Oh, ich pratz mal drauf. Oh, oh. Yes, Nummer 1. So, El Mecho. Komm her. Sehr gut, dass ich das Ding hier nicht kaputt gemacht habe. Damit geht es natürlich wesentlich schöner hier von der Hand. So, und der da hinten, da holt mal jetzt einfach nur noch drauf. Der ist noch so blöd und bleibt stehen. Sehr freundlich. So, wir bleiben trotzdem erstmal ganz kurz hier. Geh dir, ich brauche Deckungsfeuer. Ja, ja. Das ist dein Waffendepot. Ich gehe wieder rein. Wir geben euch Deckung. Los, los, los. Irgendwo da unten, ne? Zack. Schnapp dir die Stinger. Warte mal ganz kurz. Erstmal hier die restlichen Rübel noch aufräumen. Oh. Schnapp dir eine Stinger, bevor der Panzer uns platt macht. Weiter zum Operationszentrum. Jetzt räumen sie aber auf. Wo ist denn die Stinger? So, jetzt wieder hier konzentrieren. Ich habe keinen Plan, wo die... Da ist das Ding. So. Die Feinde werden wahrscheinlich nicht die Stinger so einfach hergeben, wie ich sie kenne.
So, wir gucken einmal kurz rein. Ach nee, geht ja nicht. Wir haben hier nur das Ding. Wie komme ich denn da rein? Ach, das ist hier hinten. Fuck. Das Operationszentrum ist in Sicht. Oh, oh. Ja doch, meine Güte. Ich werde hier... Ich bin tot, Mann. Weil ich hier gestresst werde von meinen eigenen Leuten. Dieser ständige Druck. Ich wollte es ihnen ja nicht sagen. Jetzt bin ich draufgegangen, deswegen. Alter. Hier spawnt man direkt einfach mal vor den Lümmeln. Okay, wir gehen hier oben lang. Yes. Zack. Ich will noch eins hoch. Hi. Tschüssi. Fick dich. So, wo ist das gute Stück? Da ist es. Was ist das? Geheimdaten nehmen wir mit. Und hep. 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 Wo? Sehr gut. Oh, Stingerhammer. PlayStation muss nochmal laden, kein Problem. So. Feuer, Kollege. Jetzt haben wir ein großes Problem mit den Drohnen. Was sind das für Fußbälle? Was soll er machen, die da? Uns tierisch verwirren. Mein Gott! Dieser Mistkerl! Er hat es gezeigt! Was gibt's? Alter, das ist Giftgas! Ich hab's erwischt! Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport! Nein! Das ist mein Dekor! Wir müssen sofort alle Truppen abziehen! Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Zurückschießen! Okay, dass der Mech aber auf 3 Meter Entfernung daneben schießt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er dann doch getroffen. Habe ich was falsch gemacht? Ne. Halte durch. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Sehen Sie sich um. Um uns herum fallen die Feinde, einer nach dem anderen. Jeder einzelne von ihnen kann die Veränderung einläuten. Ja, es wird Verluste und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir, wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehnen und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir können sie uns noch holen, wenn auch Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Dieses Drecksschwein. Kämpfen Sie. Wir werden kämpfen. Verlass dich drauf. Wir kommen. So, wir haben wieder 2 Punkte bekommen. Und wir kriegen eine Trophäe. Manticore freigesetzt. So, Vollgas abgeschlossen. Irons hat das Manticore-Virus gegen die US Army eingesetzt. Sie haben den Angriff dank ihrer Impfung als ehemaliger Atlas-Agent überlebt. Aber ihr Team wurde gefangen genommen. Was auch nicht schlecht ist, jetzt sind wir zwar gefangen, aber wir sind ihm dichter auf den Fersen, als wir es eh schon sind. So, wir haben 2 Punkte bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich vermute mal, das Spiel wird nicht mehr allzu lang gehen, aufgrund dessen, dass die Call of Duty-Spiele ja nie besonders lange sind. Und ich bin überrascht, dass es schon jetzt relativ lange ist. Wie dem auch sei. 2 Punkte haben wir. Jetzt ist die Frage, worin investiere ich die? Erkennung würde ich jetzt mal sagen, eher nicht. Da unten rechts Batterie... Nee, brauche ich nicht. Ich bin eigentlich vollkommen zufrieden. Ich benutze dieses die Special-Dinger da von dem Anzug eigentlich überhaupt nicht. Sprint ist nicht schlecht, aber so viel sprinte ich eigentlich auch nicht. Ich benutze eigentlich immer den Boost von dem Teil. Deswegen würde ich sagen, Primärgranate oder taktische Granate. Jetzt ist die Frage, was benutze ich eher? Brauchen wir eher... 2 Granaten davon oder davon mehr? Ene, mene, Mopel, wer frisst? Ich würde mal sagen, wir nehmen hier von 2, dass wir da einfach nochmal volle Möhre welche hochjagen können. Und Explosionen sind immer gut, ne? Sag ich mal. So, nächste Mission. Es geht los. Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg.
Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann. Und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Gefangen, unbekannter Ort, 2061. Vorsicht. Und wir sind nicht der Einzige, der gefangen genommen wurde. Sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas, das heißt, wofür, Medizin, Mädchen, nicht für egal. Was. Jetzt ist es ein Knast. Und? Irgendwer schon einen Plan, wie wir hier rauskommen? Es ist soweit. Was wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Okay. Fass mich ja nicht an, du! Ich sag's dir, Finger weg, du dreckiger Schüft! Drecksack. Käfig öffnet sich! Die beiden, Käfig sehen! Los, Bewegung! Okay. Die anderen, hinter die rote Linie! Der zielt so auf uns. Ich würde gerne mal versuchen, da lang zu laufen, aber ich glaube, der erschießt uns einfach nur. Der erschießt uns einfach nur. Das ist. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Da rennt er aber gleich auf mich zu, ne? Diese erstmal so passiv-aggressiv und dann direkt aggressiv werden. Ich kann das ja nicht verstehen. Ich finde das ja nicht gut. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Okay, ah, der hat schon relativ viel Personal, ne, der Gute? Bewegung! Ich nicht, oder was? Hierher! Ich bin doch kein hierher, Hund. Los. Nö. Nein. Bewegung, los! Ob die mich holen oder ob die mich erschießen? Hierher! Die ziehen gar nicht auf mich. Die ziehen nicht auf mich. Bewegung, los! Aber ich glaube, wir müssen. Hierher! Ach, guck mal, er freut sich noch hier. Schönes Leben, ne? Angenehm. Hierher, los! Ja, ich komme ja schon. Na los! Meine Fresse. Gehen wir los! Augen geradeaus. Alter. Augen geradeaus. Augen geradeaus. Alter. Das habe ich davon, weil ich nicht gehorcht habe. Das gibt's ja gar nicht. Lass mich doch wenigstens mal zurückgucken. Nicht, dass jemand kommt. Ich will es ausprobieren. Okay, ich benehme mich jetzt. Käfig öffnet sich. Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig. Los, raus jetzt. Bewegung. Ja, los, komm hier. Ich komme. Ja, ich komme. Ich gehorche jetzt. Ich bin freundlich und nett. Na los! So, ich komme ja schon. Aber ich möchte einmal ganz kurz... Alles klar. Okay. Aber ich hab... Ich hätte da eine Anmerkung zu machen. Okay, dann... Alter, schlag mich nicht. Ich bin gleich tot. Alter, die müssen ihr eigenes... Alter, lass mich doch mal ganz... Ich kann nicht gucken. Die müssen ihr eigenes Grab schaufeln und werden dann verbrannt. Seht ihr das? Alter. C-Block wird verriegelt. Eine Reihe. Boah. Die werden hier einfach in so eine Box eingefercht. Kevin Spacey ist Hitler 2. Da kommt was bei C6 an. Over. Zumindest hier in dem Spiel. Alter, das ist ja richtig übel.
Eine Reihe. Lass mich doch mal gucken. In einer Reihe. Ich werde immer wieder hingeschubst. Warum werden wir dauernd verprügelt? Käfig öffnet sich. Diese unnütze Gewalt. Alter. Ja. Lassen wir sie nicht durchkommen. Was machst du? Lass das! Finger weg! Oh, fuck.